Käferbottwicht. Ausdauer durchschnittlich, Tempo hungrig. Landet hinter deinen Verteidigungslinien auf dem Rasen und hüpft dann vorwärts. Er wollte immer die Welt sehen, sein eigener Chef sein und interessante Hirne kennenlernen und verspeisen. Bis heute hat er nicht verstanden, warum er rund um die Uhr in diesem engen Käferboot sitzt. Robopylonen-Zombie. Ausdauer rundum verstärkt, Tempo schwerfällig. Der metallversteckte Pylon bietet seinem Piloten phänomenalen Schutz. Zombie-Ingenieure hielten den orangefarbenen Pylonen für das Nonplusultra im Bereich der Zombieschutztechnologie. Erst nachdem sie das Design des Robopylonen perfektioniert hatten, erinnerte sich jemand an den Eimer. Oh, das tut weh. Discoton 3000. Ausdauer rundum verstärkt, Tempo normal. Bringt Disco-Zombies ins Spiel, wenn der Beat nachlässt. Besonderheit: beschwört Disco-Raketenrucksack-Zombies. Nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Koteletten-Kontrollsystem entwickelte sich der Discoton 3000 zu dem geschmeidigen Tanzroboter des Verderbens, als der er heute bekannt ist. Disco-Raketen-Rucksack-Zombie. Ausdauer solide, Tempo flott. Überschwebt mit Raketenschub alle Pflanzenbarrieren außer den allerhöchsten. Und zwar mit Stil. Besonderheit: schwebt über niedrige Pflanzen, gelangt mit Raketenschub über fast alle anderen Pflanzen. Schwäche: große blockierende Pflanzen. Dieser Zombie lebt für das Drama und war Mitglied des Originalensembles des Musicals Disco ist wieder da und will Rache. Sein charakteristischer Tanzmove ist der Unkrauthacker. Mecha-Football-Zombie. Ausdauer rundum verstärkt, Tempo normal. Schiebt Pflanzen über den Rasen. Besonderheit: schiebt Pflanzen nach links, statt sie zu essen. Der Mecha-Football-Zombie hat seine besten Zeiten hinter sich, ist jetzt aber bereit, wieder aufgestellt zu werden. Solange er kein Hirn bekommt, muss man sich auch keine Sorgen um Gehirnerschütterungen machen. Ohoho. Der Bauernzombie. Außer durchschnittlich, Tempo normal. Reguläre, niedere Zombie-Klasse. Das letzte, woran sich der Bauernzombie erinnert, ist, dass jemand rief: bringt die Untoten raus. Und plötzlich war er hier. Flaggen-Zombie-Bauer. Ausdauer durchschnittlich, Tempo normal. Kündigt die Ankunft einer großen dunklen Zombie-Welle an. Angeblich soll es ja keine größere Ehre geben, als das Schlachtbanner zu tragen. Doch wenn der Flaggen-Zombie-Bauer andere Mitstreiter mit Pylonen, Eimern und sogar Helmen sieht, schwant ihm, dass man ihn nur trösten wollte. Hofnarr-Zombie. Ausdauer geschützt, Tempo normal. Schießt auf ihn abgefeuerte Projektile zurück. Ach, warte mal, den haben wir schon gelesen. Genau, den haben wir schon gelesen. Den hier aber noch nicht. Zombie-Zauberer. Ausdauer fest, Tempo Kriecher. Verwandelt Pflanzen in passive Schafe. Alle Zombies sind sich einig. Der Zauberer hat wirklich beeindruckende Sprüche auf Lager. Aber warum verwandelt er immer alle in Schafe? Jeder weiß doch, dass es viel praktischer wäre, wenn er die Pflanzen einfach in, tja, weitere Zombies verwandeln würde. Aber das traut sich natürlich wieder keiner zu sagen. Drachenwicht-Zombie. Ausdauer durchschnittlich, Tempo normal. Landet hinter dem Großteil deiner Verteidigung und krallt sich dann vorwärts. Besonderheit: immun gegen Feuerschaden. Der Zombiewicht weiß, dass er für ein Drachenkostüm eigentlich zu alt ist. Aber das ist ihm egal. Sollen die anderen doch lästern. Der Drache ist sein Seelentier. Und deshalb steht er zu seinem Outfit. So, die haben wir, glaube ich, schon gelesen, oder? Bärjungfrau-Wicht. Ich glaube doch noch nicht. Außer durchschnittlich, Tempo normal.
lässt sich hinter deine Verteidigung spülen und zappelt dann vorwärts. Der Meerjungfrau konnte sich nicht zwischen einem Oberteil aus Kokosnussschalen und einem aus Muscheln entscheiden. Am Ende wurde es dann aber doch die Kokosnussversion. Die Muschelwelle ist doch längst passé. Surfer-Zombie. Ausdauerfest, Tempo flatterhaft. Surft auf dem Wasser am Pflanzen vorbei und trägt dann sein Board an Land. Schaden kann eine Pflanze mit seinem Board plätten. Was? Das konnten doch bisher immer nur die Großen. Der Surfer-Zombie hat letztes Jahr mit dem Surfen angefangen. Zuerst nur, weil er dachte, dann cool zu sein. Bis sich herausstellte, ist er aber ein echtes Naturtalent und auf dem besten Weg in den Profi-Zirkus. Jetzt ist er wirklich cool. Tiefsee-Gargantua. Ausdauer hervorragend, Tempo hungrig. Ein Zombie-Titan, der kein Problem damit hat, seine Gegner nass zu machen. Schaden zerschmettert Pflanzen mit Treibholz. Besonderheit wirft eine Meerjungfrau-Wicht, wenn er Schaden nimmt. Dieser große Bursche liebt das Wasser, denn darin fühlt er sich leicht wie eine Feder, als ob er fliegt. Und vor allem fühlt er sich dann, als sei das Gewicht des Meerjungfrau-Wichts von seinen Schultern genommen. Als ob das so schwer wäre. Oktozombie. Ausdauer verstärkt, Tempo Kriecher. Wirft Oktopoden auf deine Pflanzen und fesselt sie damit. Besonderheit, gefesselte Pflanzen bleiben untätig, bis ihr Oktopus zerstört wird. Na, bravo. Es fing alles ganz harmlos an. Eines Tages entschloss sich der Oktozombie, einen Oktopus als Haustier zu erstehen. Der gefiel ihm so gut, dass er sich noch einen kaufte. Noch einen und noch einen. Nach kurzer Zeit bewarb er sich als freiwilliger Helfer beim lokalen Oktopusheim. Keiner traut sich, es ihm zu sagen, aber der Oktozombie ist das Unterwasser-Pendant zur verrückten Katzenlady. Das ganze Haus voll Oktopoden. Der Wahnsinn. Yeti-Wicht. Ausdauer durchschnittlich, Tempo hungrig. Wird über die meisten Verteidigungspflanzen geschleudert und zottelt dann weiter. Der Yeti-Wicht hat neuerdings mit Stricken angefangen. Erst strickte er einen Schal, dann Handschuhe und schließlich einen Ganzkörperanzug. Aus dem Haar, das er dem Yeti-Zombie abschnitt. Oh, wie gerne er strickt. Mit den Nadeln in den Händen fühlt er sich ruhiger als je zuvor. Toglobit. Ausdauer fest, Tempo normal. Ein starker Zombie, der Eisblöcke über den Rasen schieben kann. Der Toglobit schiebt, seit er denken kann, Tag aus, Tag ein Eisklötze durch die Tundra. Eine kalte, anstrengende Arbeit. Er ist wirklich urlaubsreif und würde gerne mal wohin, wo es warm und sonnig ist. Etwas am Strand abhängen. Der Riesenwellenstrand soll um diese Jahreszeit ja schön sein. Wieselhorder. Ausdauer solide, Tempo normal. Zombie, der sich mit einem Rudel Schneewiesel in einem Klotz versteckt. Diese werden freigelassen, sobald der Klotz kaputt geht. Besonderheit, lässt Zombie wie Eiswiesel los, wenn er Schaden nimmt. Der Wieselhorder beansprucht für sich den Song Pop Goes the Weasel geschrieben zu haben und verlangt seit Äonen Tantiemen dafür. Aber die anderen ignorieren ihn einfach. Sie wissen, wie unmusikalisch er ist. Nie würde er einen witzigen Song darüber hinkriegen, wie ein zu festgedrücktes Nagetier klingt. Eiswiesel. Ausdauer empfindlich, Tempo flatterhaft. Wenn sie einmal losgelassen werden, wetzt ein Wiesel flink selbst über Eisschollen, um an deinem Hirn hinzulagen. Oh Gott. Den hatten wir, glaube ich, schon. Abenteuerzombie. Genau, den hatten wir schon. Den hier aber noch nicht. Verlorener Zombie-Pilot. Ausdauer geschützt, Tempo normal. Landet hinter der Verteidigung. Er hat seinen Pylonenschein gefälscht, in der Hoffnung, dass keiner was merkt. Tja, da hat er sich geirrt. Gräber-Zombie. Geschützt, Ausdauer geschützt, Tempo flott. Gräbt Pflanzen aus und wirft sie hinter sich. Schaden, blockt Geschosse ab, ist aber verwundbar gegenüber Wurfgeschossen. Der Gräber-Zombie hat einmal ein Lied über einen Hammer gehört. Der Gedanke hat ihm gefallen, aber er hat sich entschieden, dass das zu Mainstream für ihn wäre. Deswegen hat er sich eine Schaufel besorgt.
Jetzt hält er sich für den coolsten Zombie. Die anderen sind nur zu neidisch, um es zuzugeben. So, den erkennen wir schon. Das noch nicht. Reliktjäger-Zombie. Ausdauerfest. Tempo schwerfällig. Schwingt sich hinter die Verteidigungslinien. Der Reliktjäger hat in seinen besten Zeiten beeindruckende Relikte erhascht. Götzenfiguren, Antiquitäten, Kuriositäten. Er war da nicht wählerisch. Türkis-Schädel-Zombie. Ausdauer geschützt, Tempo normal. Nutzt seinen Schädel, um Sonnen zu stehlen und setzt die Energie dann in Form eines zerstörerischen Strahls frei. Im Gegensatz zu den deutlich bekannteren Kristallschädeln sind Türkis-Schädel vollkommen unmysteriös und so gewöhnlich wie nur irgendwas. Also die haben sich, ich glaube, diese komplette Welt hat sich von Indiana Jones inspirieren lassen. So, die haben wir schon gelesen. Oh, der All-Star-Zombie. All-Star verstärkt, Tempo flatterhaft. Ein schwerer Zombie, der sich in deine Verteidigungslinie stürzt. Der All-Star-Zombie zeigt eine Menge Potenzial und wird von mehreren Mannschaften umworben. Doch seine Gehaltsvorstellungen sind astronomisch. 10 Millionen Hirne pro Jahr. 50 Jahre lang? Na bravo. So, und ansonsten... Was ist das? Ja. Gut, dann ziehen wir noch mal kurz da rein. Das bestimmt die Biene wieder fertig. Minus 45 Minuten. So, wir haben 3 Pflanzen übrig. Cool. So, ich würde dann mal sagen, wir machen die Hauptquest weiter, oder? Winders Reise ins alte Ägypten. Sonnenblume. Genau, was nehmen wir mit? Also auf jeden Fall die Sonnenblume. Da unten, das geht ja noch gar nicht. Oder? Oh, da ist echt viel. Irgendwie habe ich das Gefühl, es leckt es gerade ein bisschen. Ich würde gerne... den hier möchte ich den noch mitnehmen. Wie viel Platz habe ich? 2, 4, 6. Wie kann ich den da freischalten? 2000 für, zu mieten. Oder für 1 Euro... Ah, nein, nein. Das könnt ihr gleich lassen. Ja, ich möchte den hier weglassen. Dann nehme ich, mache ich das so. So, so. Nein. So, so. Zack. Ja, passt. Los geht's. Pflanzen. Die Supersonnen. So, ich möchte... Ich pflanze jetzt mal weiter. Boah, ich weiß gar nicht. So, du kommst daher. Hier hin, dann kommst du nämlich gleich dahin, da bin die Sonne. So, du kommst hier hin, dahin, dahin. Du kommst dann hier hin. Sonnen.
Was ist das denn? Hat der meine Walnuss in Flammen gesetzt oder was? Irgendwie ist das gerade ein bisschen anders, nicht gut. Habe ich so das Gefühl. Oh, ich hab's schon geschafft. Das war ja besser, als ich dachte. Ha! Ein Kaktus, der kostet auch 0. Grabfresser. Pflanze ihn auf einem Grab, um es zu entfernen. Cool. Zurück zur Karte will ich denn erstmal. So, wir haben eine Mission erfüllt. Geil. Grabfresser, 5-mal. Und wir brauchen 10. Cool. So, schalte den Pack Choi frei. Brauchen wir noch 4 Level und voll hochgestufte Pflanzen sind unglaublich. Spielen. Und probiere eine Premium-Pflanze gratis aus, okay? Machen wir erstmal das hier. Ach Mist, ich wollte vorher noch kurz in unser Gartenhäuschen reinsehen. Die Biene ist bestimmt wieder wach. Guck mal! Eine Erbsenkanone und ein Duplinator! Ich hoffe, die arme kleine Erbsenkanone wird nicht von einem Zombie angegriffen! Deine Sorgen sind unbegründet, Benutzer Dave. Die Erbsenkanone ist auf höchster Stufe. Die hat echt Durchschlagskraft. Auf ihrer derzeitigen Stufe ist sie sogar stärker als ein regulärer Duplinator. Sieh zu. Bin das Pflanzenspielplatz? Achtung, fertig, Pflanzen! Boah, machen wir mal hier hin. Und hier hin. Wow. Ja, er ist tatsächlich schon besser beschädigt. Und tot. Der Eimer zu weit unten war immer noch am Leben. Das geht relativ einfach. Level 20. Was sind die alle? Heftig. Irgendwas hört sich da nicht so gut an.
Gargantua. Bente. Oh nein. Da sind schon zwei gestorben. Oh, der ist schon hin. Halt nicht sehr gut. Oh, besser. Zwei Walnüsse sind noch da und wir sind schon bei der letzten Welle. Pflanze! Hey, die Musik ist cool! Pflanze! Nein! Die Walnuss ist doch gestorben. Geschafft! Cool. Die sind echt stark. Das war einfach nur die schwächste Pflanze auf einem höheren Level. Mission erfüllt. Voll hochgestufte Pflanzen sind unglaublich.